Howdiddly diddly douche! Willkommen zurück zu einer neuen abgeduschten Folge Bornfinders. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte frisch gespülte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir machen weiter und wenn ihr dieses Projekt hier ein klein wenig unterstützen wollt, einfach eine Bewertung reindrücken. Geht super, mega fix, dauert gar nicht lange und wir zerhacken hier ein bisschen Holz. Denn wir sind dabei, den Sumpf noch ein wenig zu erkunden. Hier gibt es ja noch ein bisschen was, was wir noch nicht haben. Hier drüben auf der Insel ist nichts, aber ich weiß nicht, kann ich hier rüberspringen? Ich versuch's und es funktioniert. Denn hier ist ein kleines Lager und hier können wir Dinge mitnehmen und die krallen wir uns direkt. Oh, eine weitere Angel. Ab ins Feuer mit dir. Okay, wir können sie nicht verbrennen. Wäre witzig gewesen. Einfach mal hier so eine Angel verbrennen. So, das hier nehme ich noch alles mit und es fehlt immer noch was. Es fehlt immer noch was, Leute. Alter, was ist das da drüben? Sag mir bitte, dass wir das mitnehmen können. Oh mein Gott! Der Ganja-Dieb. Ich hab ihn. Endlich. Alter, wie geil ist das denn? Zieht es euch rein. Zieht es euch rein, Leute. Okay, wo ist denn hier Mr. Crocoman? Eben gerade war doch hier noch ein Krokodil, oder? Oder müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder so zurück? Moment mal. Toilettenpapier. Da hinten. Ich habe doch eben gerade hier noch ein Krokodil gesehen. Hier steht auch Taxi. Kroko, wo bist du? Ich will, dass du mich mitnimmst, Mr. Crocodile. Nee, im Ernst jetzt, wo ist das Vieh? Alter, wir haben wirklich alle Sachen gefunden. Mega. Wenn ich jetzt noch hier drüben das güldene Toilettenpapier einsacken könnte, wäre ich ultra zufrieden. Warte mal, hier drüben ist ja noch eine Brücke. Wie komme ich denn an die Brücke ran? Ach so, ja, von der anderen Seite. Tja, wie es scheint, das Krokodil, es will nicht kommen. Vielleicht muss man erst dieses Boot hier wegräumen und dann kommt das Wow, da war's. Das schwimmt hier durch. Naja, aber du führst mich da hinten auch nicht hin. Keine Ahnung, wie man da rankommt. Es gibt wohl irgendwo ein Krokodil, das irgendwann mal in 100 Jahren da drüben vorbeisegelt. Aber wann diese 100 Jahre eintreffen? Keiner weiß es. Ach ja, bin ich jetzt hier noch reingefallen oder was? Oh, und ich lande hier drüben. Okay, 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 okay. Ey, Leute, das Springen ist nicht so leicht, wie ihr denkt, weil man rutscht irgendwie immer weiter. So, wo bringst du mich hin, Krokodil? Wo bringst du mich hin? Der Ganja Express? Alles klar, haben wir. Okay, es macht hier so mehrere unnötige Zwischenstopps, weil, ja, warum jetzt da rumstehen? Verstehe ich nicht. Um drauf zu springen? Möglicherweise. Das Huhn, ne? Das verdammte Huhn leuchtet dir den Weg. Ja, komm. Ja, komm. Aber es gibt doch bestimmt auch wieder so einen Zaubertrunk. Der Aliens. Wow! Alter! Lecco mio! Nein! Gibt es doch nicht. Wie schwer ist es denn bitte schön, dieses verdammte Toilettenpapier zu holen? Dankeschön. Wir können weiter, Krokoman. Wir können weiter. Bring mich jetzt bitte nach Hause. Ab nach Hause mit uns. Wir haben endlich alles. Onkelchen, aufladen, abladen. Gott sei Dank sind wir raus aus dem alten Stinkesumpf. Und wir haben so eine mega geile, mega fette Beute. Habe ich jetzt meinen Zirkus endlich fertig? Das wäre genial, Leute. Das wäre genial, wenn ich damit endlich durch wäre. Endlich Zirkus. So, wechsel mal. Dankeschön. Aber es fehlt immer noch was. Es fehlt natürlich immer noch was. Vielleicht sogar noch zwei Sachen. Boah, der Froschzirkus, der kostet Zeit, der kostet Geduld. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Money, Onkelchen, Money.
Oh ja, naja, ich hab wieder Dünsch. Ich hätte nicht so viel Sumpfwasser trinken sollen. Glaubt mir, Sumpfwasser, trinkt es nicht. Lasst die Finger davon. Lernt aus meinen Fehlern. Ich hab schön reingedippt in das braune, glibbrige Wasser und es war nicht gesund. Es war absolut nicht gesund. Wow, Kollege, du willst mein Boot? Wie jetzt, das war's? Mehr gibt's nicht? Verzieh dich. Verzieh dich. Und was ist hier los? Alter, Finger weg! Das ist Kunst. Davon verstehst du eh nix. Junge Dame, Sie wollen was kaufen? Ein Reifen? Ein Rad? Ein Lenkrad? Okay. Naja, ein bisschen was schlagen wir raus, aber das Ding ist eh nicht wirklich viel wert. Ich denke mal, sie wird es kriegen am Ende. Ja, nimm es mit, der Laden, der ist ja auch ziemlich voll. Wir brauchen Knete. Wir brauchen Geld. So, hier können wir nichts hinhängen. Haben wir gar nichts, was wir hier hinstellen können? Ich habe doch so viele Sachen gefunden. Anscheinend habe ich mehr als Durchfall nicht mitgenommen. Och nein, fehlt uns hier noch ein Controller? Braucht man hier zwei Stück? Sieht ganz danach aus, oder? Yep, uns fehlt hier einer. Oh, Lady. Sie klingt wie ein Kerl, Lady. Damit werden wieder Klischees bedient. Ja. Komm schon. Nimm es mit. Wir alle wissen ja jetzt eure Geschichte. So, was willst du? Bupa? Nein. Ich will mehr dafür. Kann da nicht mal irgendjemand kommen und sagen, hier, 700. Mindestens mal 700 auf den Tisch legen. Alter, wir reden hier von einem Boot. Der Ganja Express. Super wertvoll. Das Original, Freunde. Das verdammte Original. So, wir bringen mal alle Sachen hier hin. Hier fehlt die Kamera. Es fehlen noch so viele Dinge. Duke, mein Freund. Gutes Angebot. Gutes Angebot. Geht da noch ein bisschen mehr? Alter, ein Plus von 160 Kröten. 116, Entschuldigung. Hab schon wieder mehr gesehen, als da ist. Was wollen Sie damit, ha? Was wollen Sie mit Shirley Love? Ich will meine lesbischen Neigungen ausleben. Gut, ich verurteile niemanden. Alles, was Sie glücklich macht, solange Sie bezahlen. Ja, nimm sie. Nimm sie. Das alte Schmuddelding. Das alte Schmuddelding will doch eh niemand haben, oder? Vielleicht Quantum. Gut, der will es vielleicht. Der würde sowas kaufen. Alter, was haben wir denn hier? Ein Cosmo-Helm? Hellstorm-Druckbehälter? Bauen wir hier einen Flammenwerfer am Ende zusammen? Wir können auch noch ein paar Dinge reparieren, wie diese Qualitätswaschmaschine. Wir brauchen neue Ware für den Laden. Wir müssen uns ranhalten, Leute. Wir müssen uns ranhalten. So. Alles klar, die geht wieder. Die geht wieder. Express-Reparatur. Alter, die Armbrust geht hier hin. Entschuldigen Sie. Sie wollen also diese extrem wertvolle antike Münze kaufen. Schon mal ein guter Anfang. 60 Kröten mehr. Alles klar, er hat immer noch gute Stimmung. Das könnte... Ich glaube, ich krieg mehr, oder? Obwohl 750... Ah, komm, nimm sie mit. Ich brauch die Kohle, Alter. Und wir müssen noch hier den Krokodok verschicken. Wo haben wir den denn? Bam, nochmal ein bisschen Geld verdient. Und jetzt, wo geht es als nächstes hin? Was geht ab? Alter, was ist denn das hier? Eine Brustharnisch? Ja gut, wir nehmen jeden Job an, oder? Wir sind die Besten. Alter, hier oben im Studio. Okay, dafür brauchen wir 7-mal Sprit. Ist gegönnt. Ich gönne. Für euch da draußen. Aber ich will erstmal hier meine Sachen noch alle reparieren. Zumindest das, was schon mal geht. Damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Alles hier vollgemüllt und zugestellt. So, gehen wir mal hier drüben hin. Moment, ich bin gleich für Sie da. Moment. Onkelchen, kannst du nicht mal ein bisschen mithelfen? Nein, kann ich nicht. Faule Sau, du. Okay, Trompete. Trompete ist sehr wertvoll. Da will ich ein bisschen mehr, Kumpel. Da will ich ein bisschen mehr. Ja, na gut. Duke. Aber nur, weil du Stammkunde bist. So. Ja, ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Alter, komm schon. Nee. Nee,
Samantha, für dich gibt's keine guten Preise. Für dich gibt's keine guten Preise, denn du versuchst mich immer abzuziehen, du Luder. So, drehen wir das Ding hier mal ein bisschen. Hämmern, hämmern, hämmern. Und weg damit. Kann man eigentlich hier irgendwas noch verbessern? Was kann man denn hier machen? Moment. Ach, hier kann man diese Schilder hinhängen. Ui, Coca-Cola Lady. Alles klar. Können wir hier drüben noch irgendwas machen? Geil, Mann. Mega gut. So. Und schon ist die Atmosphäre noch ein bisschen schöner, oder? Durstig? Ja, sicher bin ich durstig. Nein, obwohl, du bist der Mann, der es will, ha? Moment. Ich behalte mein Boot noch ein bisschen. Es gefällt mir einfach so gut. Okay, was willst du diesmal? Wir können es versuchen. Ach, Dollar mehr. Ja, komm, nimm es mit. Nimm es mit. Nimm es mit. Oh, diese unheimliche Puppe. So, hier geht noch ein bisschen was hin. Hier nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Schauen wir mal rein. Was können wir noch zusammenbauen oder reparieren? Diese Dinge hier. Aber müsste das Bild nicht auch irgendwo reingehen? Was wird das hier? Ein Safe, oder? Uns fehlt aber die Tür. Oh, Kundschaft! Du willst also das hier haben. Ey, Moment, ne? Es läuft irgendwie nicht so Premium Deluxe wie sonst immer. Okay, du bist der Letzte für heute. Du bist der Letzte. 16 obendrauf, finde ich gut. Ah, in der Mitte will er nicht. Naja, das gibt's doch nicht. Ja, komm, nimm mit. Gut, Leute. Wir beginnen eine neue Reise. Und zwar hierhin. Ins Studio. Den Traum leben. What the hell? Alter, wie sieht's denn hier aus? Oh, ein tanzendes Alien. Ich muss mich ganz vorsichtig... Das gibt es doch nicht! Wow! Oh mein Gott! Okay, wir werden sehr viel Spaß hier haben. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. In dieser abgedrehten Kirche des Todes. Was habe ich da eben gerade eingesammelt? Irgendeine Notiz? Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Nun, ja, Mr. Zombie, eigentlich könnte man dich bestimmt sehr gut verchecken, oder? Oder so ein Greenscreen? Ich meine, wir nehmen so viel Müll mit, warum da nicht sowas? Was bist du denn? Moment. Ein Gehäuse? Ja, wir nehmen es mit. Oder so eine Feuerschale. Ohne Kack, die muss doch was wert sein. Kann mir doch niemand erzählen, dass das Ding nichts wert ist. Mehr als den Schrott, den wir sonst mitnehmen. Oder das hier. Wieso nicht? Metall. Moment. Bäm. Zerlegen wir direkt hier. Wow! Alter! What the? Okay, das wird... das wird sehr special. Das wird sehr, sehr special. Warum sind es auf einmal nur noch so Horrororte? Fotoschirm. Und ein Schlabbertrink. Die Vision der Zombies. Alter, what? Aliens drehen einen Film?
Mit Eddie, dem Zombie? Ready for the meeting. Ey, das Spiel ist fertig mit der Welt. Yes! Nein, einsammeln, nicht zu hackstücken. Geil, Mann, geil. Okay, schauen wir mal, wo geht's als nächstes hin? Die zerlegen wir, denn die können wir ganz gut gebrauchen. Davon haben wir nicht unendlich viele Onkelchen. Na, was habe ich gesagt? Filme! Mit Penissen. Irgendjemand hat einen Penis darauf gemalt. Mitnehmen. Zerlegen. Auch zerlegen, auch zerlegen. Stühle weg. Mitnehmen. Zerhackstückeln. Ja, komm, den ganzen Schmuh hier, den zerkloppen wir. Sag mal, warst du jemals nüchtern? Okay. Easy. So verdammt easy. Okay, was springt hier drüben gleich wieder raus? Okay, nix. Blutiger Sargdeckel. Na, ah, ah. Nein, 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 nein. Ich hab's erkannt. Ich bin so viel schlauer. Dürfen wir das, Onkelchen? Ey, warum ist da nie was drin? Ich buddel jedes Mal voll die Hoffnung. Und dann ist da irgendwie nichts drin. Okay, das hier nehmen wir mit. Hier waren wir drin. Alter, die Geräusche hier. Da stubelst du dich ein. Warte, hier kommen wir durch, oder? Yes! Hau die Dinger weg. Boah, es ist so super düster hier drin. Und komm schon, wow! Come on! Stirb! Und ist jetzt wieder hier ein Zombie drin oder mal was Wertvolles? Ein Reifen. Etwas blockiert die Tür. Ha. Unheimlich. Alles sehr, sehr unheimlich hier. Moment. Weg mit dem Ding. Toll. Fressalien. Mehr ist nicht drin. Snacks. Ich hab dich gesehen. Was ist, wenn wir die alle vernichten? Moment, hier drüben können wir noch rein. Alter! Ey, dieses Spiel. Warum muss es auf einmal so ein abgedrehter Horror werden? Wie komme ich da rein? Igitt, ein Zombiearm. Wir nehmen ihn mit. Wie komme ich da wohl rein? Hm. Hier war die Crew. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wir brauchen Geld. Ich brauche jeden Penny hier drin. Moment, hier kann man was zerlegen und rein. Alter, noch ein Zombiearm? Bauen wir einen Zombie zusammen? Es wäre geil. Es wäre sehr, sehr geil, wenn sowas ginge. Würde ich eiskalt durchziehen, hier so einen Zombie zusammenzuschustern. Ich muss einen Weg hier reinfinden, Freunde. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Endlich mal wieder was Neues. Eine Aufwertung. Leichenschänden bringt Unglück. Man sieht es. Ich habe kein Glück, wenn es um Loot geht. Wie komme ich da rein? Es muss irgendwo einen geheimen Mechanismus geben. Irgendwas muss man hier bewegen können. Warte mal, der ist schief. Hat aber nichts zu bedeuten. Hier geht nichts. Vielleicht hier hinten irgendwas? Wow! Gitarre gefunden.
Alter, am besten wir zerlegen die alle. So. Schwupp. Es muss doch irgendeinen Weg geben. Irgendwo muss ein kleiner Schalter oder Mechanismus sein, damit wir hier reinkommen. Warum nehmen wir keinen Kopf mit? Ich meine, wir nehmen Zombie-Arme mit, dann können wir doch auch hier einen Kopf mitnehmen. Ah, hier sehe ich nichts. Und hier oben? Auch nichts. Na gut, Freunde. Die Folge ist aber auch leider schon wieder rum. Wir sehen uns wieder in der nächsten unheimlichen Folge Barnfinders. Bis zum nächsten Mal und tschüss, bewerten!